Manchmal fragen Menschen mich, gibt's überhaupt noch die Beichte? Kommt da überhaupt noch jemand? Ja, und die nächste Frage ist, müssen Priester selbst eigentlich auch beichten? Diese Fragen höre ich interessanterweise doch relativ häufig. Antworten darauf bekommt ihr, wenn ihr dranbleibt, und auch die Antwort auf die Frage, warum ich hier in meinem Auto sitze. Bis gleich. Die Beichte. Ein nicht ganz einfaches Thema. Und doch ein sehr wichtiges. Die Beichte gibt es nach wie vor. Und ja, wir Priester sitzen auch regelmäßig im Beichtstuhl. Ich zum Beispiel einmal die Woche, jetzt zu Corona-Zeiten, natürlich nicht im Beichtstuhl. Das wäre viel zu gefährlich, weil da können ja auch Aerosole sich in der Kammer halten, wo die Leute reingehen, obwohl da ja ein Gitter zwischen uns ist. Aber die Leute können sich untereinander anstecken. Deswegen sitze ich samstags um 17 Uhr im Altarraum. Und tatsächlich, es kommen immer noch Menschen zum Beichten. Das zur ersten Frage. Zur zweiten Frage, ja, auch Priester müssen beichten. Wir Priester beichten selbstverständlich bei unserem geistlichen Begleiter oder bei einem anderen Priester. Das betrifft alle Priester, auch die Bischöfe, auch den Papst, alle. Alle gehen auch beichten. Dieses Sakrament ist ein so großes Geschenk, das wir haben, wo wir zu jemandem hingehen können, mit ihm sprechen können und ganz sicher sein können, dass diese Person das für sich behalten wird. Das finde ich ein ganz, ganz großes Geschenk, dass es sowas gibt. Und dafür sind wir Priester auch da. Es gibt ja nicht nur die festen Beichtzeiten wie bei uns in Bad Lasum, 17 Uhr am Samstag, sondern es gibt ja auch die Möglichkeit, außerhalb der Zeiten einen Priester anzurufen. Passiert auch immer mal wieder, dass Menschen sagen, ich brauche jetzt mal ein Gespräch, ich möchte jetzt einmal beichten. Und das muss auch nicht in der Kirche passieren. Ich habe auch schon Beichte gehört an verschiedensten Orten, im Garten, im Wohnzimmer, in einem Wald. Überall gibt es die Möglichkeit, miteinander zu sprechen, wo Menschen nicht mithören können. Das ist ganz wichtig. Und der Priester kann dann diesen Zuspruch machen, Gott vergibt dir deine Sünden. Das ist ja, was Jesus uns versprochen hat und was wir umsetzen sollen. Warum sitze ich jetzt in meinem Auto? Und da bin ich jetzt mal ganz ehrlich und erzähle aus dem Nähkästchen. Viele der schlimmsten Sünden, die ich begehe, die passieren hier im Auto, weil während ich Auto fahre und vor mir irgendwelche Vorläufer besser beim Rechtsabbiegen aussteigen könnten und ihr Auto selbst schieben könnten, reg ich mich hier unheimlich auf über diese Langsamkeit und dass ich nicht vorankomme. Und dann kann es passieren, dass mir ganz, ganz böse Worte hier rausrutschen, auch sehr, sehr laut. Und ich bin dann froh in dem Moment, dass keiner hier im Auto sitzt. Also das ist eine von den Dingen, die ich ganz, ganz oft immer wieder in der Beichte mit meinem geistlichen Begleiter bespreche. Ja, was könnte man dagegen tun? Dann hilft manchmal das mal, was man früher ein Stoßgebet nannte. Einfach mal Gott um Hilfe bitten. Mit nur einem Satz, lieber Gott, bitte hilf mir. Und dann geht mein Ärger auch manchmal sehr schnell zurück. Aber leider vergesse ich diesen Satz ganz oft. Aber gut, das gehört so zu meinem ganz persönlichen Ding, die ich immer erzähle. Nein, also ich möchte jetzt überhaupt nicht von euch hören, was ihr sonst so beichtet. Um Gottes Willen, das also bitte nicht in die Kommentare schreiben. Aber vielleicht wäre es mal interessant, gibt es vielleicht auch positive Erfahrungen, die ihr mit der Beichte gemacht habt, oder negative Erfahrungen auch ruhig. Auch da gibt es ganz, ganz traurige Beispiele in der Kirche. Deswegen ist die Beichte zurzeit ja auch eines der am wenigsten genutzten Angebote, die wir haben. Also lasst dazu gerne einen Kommentar hier, ruhig ehrlich. Und wenn ihr noch weiteres über die Beichte hören wollt, wie das so abläuft, was das so bedeutet, könnt ihr hier einmal klicken. Das ist ein ganz interessantes Video, was sich mit dem Thema der Beichte beschäftigt. Abonniert den Kanal, drückt die Glocke und lasst gerne ein Like für den Mike da, wenn ihr mögt. Bis dann. Tschüss.